Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die Aktienanalyse für nun Montag, den 18.09.2023. Damit nähern wir uns dem Septemberende rasend schnell, damit natürlich auch dem Seminarwochenende. Nächstes Wochenende ist Seminar. Ich habe soweit die E-Mails jetzt alle schon gesichtet, aber jetzt das, was die letzten, oder sag mal seit Freitag reingekommen ist, noch nicht beantwortet. Mache ich dann aber gleich noch, wenn ich es jetzt richtig überblicke, haben wir tatsächlich noch zwei Plätze frei. Ist ein bisschen hinten runtergefallen durch die letzten Tage. Eine oder andere hatte sich jetzt dann doch schon was vorgenommen. Wer aber kurz entschlossen demzufolge noch Zeit hat, nächstes Wochenende teilnehmen möchte im Seminar, hier ein bisschen lernen will, was dahinter liegt, wie man es umsetzen kann, wie man es traden kann. Wie bei uns im, ja, ich sag mal, in der Community, ja, was traden die Leute, die erfolgreich sind, womit, was traden die Leute, die nicht erfolgreich sind, das kann ich euch genauso zeigen, könnt ihr gegenchecken, ob das bei euch eben auch so der Fall ist. Es gibt ja viele Strategien. Da denkt man am Anfang, man ist der King und man hat jetzt raus, wie Trading funktioniert. Ja, und dann gibt es das böse Erwachen und man hat irgendwie 2, 3 Jahre seines Lebens verschwendet, weil man es dann doch nicht gerafft hat. Bei manchen Strategien kommt einfach die Quittung später. Aber da reden wir alles dann am nächsten Wochenende drüber, ja, dass ihr selber zeichnen könnt, analysieren könnt, auswerten könnt, aber auch traden halt beherrscht. Ne? Welches Produkt nehme ich, wo handle ich, wie, wann, wo, in welche Richtung? Das ist auch ganz wichtig. Ja, das gucken wir uns dort an. Ansonsten, Verfallstag ist durch. Der Hexensabbat ist vom Tisch. Wir haben uns der 16.000 noch ein bisschen angenähert. Wir hatten gestern drüber gesprochen, dass wir ja hier oben im Bereich 15.870 ein mögliches Ziel erreicht hatten von diesem Doppelboden. Aber ich hatte auch gesagt, dass es ein bisschen, naja, Quatsch wäre eigentlich, wenn der Markt zu zeitig schon dreht, weil ja hier drüber ja viel mehr Reiz hätte, die Stops rauszuholen. Wenn wir jetzt gucken, was er zum Freitag gemacht hatte, hat er auf jeden Fall nochmal gut Richtung 16.000 getrieben, hat sich dann nochmal ein bisschen abfedern lassen, klassischen Gap Close gemacht und bisher noch nicht mehr. Und dieses bisher noch nicht mehr, auch wenn das jetzt so wirkt, wie es war, das eine Katastrophentag, ja, ganze Tagesgewinne ab, die Tageskarte, die sieht so scheiße aus, da könnte man meinen, das kann nur nach unten gehen, aber das kann das nicht, weil die Bewegung hier oben dynamisch angefangen hat und dann von Kerze zu Kerze zu Kerze kleiner geworden ist und total abgeflacht hat. Wenn der jetzt hier nämlich aufdreht und wieder hochdreht, was macht er? Was bleibt ihm übrig? Ihm bleibt eigentlich nur übrig, ein neues Hoch drüber zu setzen und dann wird er hier eben auch mal drüber nageln. Ja, und das kann dann dazu führen, dass wir hier das letzte Hoch bei, wo ist es, 16.42 mal rausnehmen, mal drüber stechen. Ja, und 16.120, 16.150 kann auch 16.250 werden. Das wäre dann in der Konsequenz vielleicht am Dienstag dann erreichbar, wenn er sich am Montag jetzt ja aufgedreht kriegt. Soweit die 2-Stunden-Perspektive. Ja, also ich würde fast sagen, überall von 8.70 eher ein Drall nach oben. Und sollte der aber runterdrücken und hier weiter runtertreiben, also gerade so auch noch die 8.30 da fallen lassen, dann kommt wieder der Tagesschart ein bisschen zur Geltung und das sieht halt scheiße aus. Ne? Also vom oberen Band, vom oberen Tagesband weggestoßen, rote Tageskerze gerissen. Also ich sag mal, aus so einer Perspektive kann unser DAX halt auch fallen. Ja, das ist so. Das ist so. Ne? Jetzt sitzt der ein oder andere wieder da und denkt sich, ja, was soll ich denn damit anfangen? Mag kann fallen, mag kann steigen, das weiß ich doch selber, da brauche ich keine Analyse gucken. Versteht das, versucht das zu verstehen, was ich euch versuche zu sagen. Wir sitzen nicht hier und ich sage euch nicht, ob es morgen regnet oder schneit. Ja, darum, das ist gar nicht mein Ziel. Das will ich nicht. Das bezwecke ich gar nicht. Wer denkt, ich scheitere dabei, das zu machen, der versteht nicht, was ich euch vermitteln möchte. Ich möchte euch vermitteln, dass ihr darauf achtet, wie beginnt der Markt an dem Tag. Ich möchte nicht, dass ihr früh 8 Uhr direkt einen Trade reinfeuert, weil der Martin gesagt hat, es muss morgen steigen oder fallen. Ich halte das für nicht richtig. Ja, ich glaube aber fest, dass wenn man den Markt ein bisschen kommen lässt und sich ein bisschen zeigen lässt, wie er denn in den Tag reinstartet, dass man dann sehr, sehr, sehr gut unterscheiden kann, ob der sich aufdreht auf eine 870 oder ob der weiter abgleitet. Und wenn der weiter abgleitet und man sieht, dass der hier nach unten macht und der geht auch unter eine 830, 800, dann würde ich persönlich eher Shorts suchen. Ja, wieder Richtung 760, 700, 670, die ganzen Marken, die wir die letzten Tage unten hatten. Und dann kann er das Ding hier schön nach unten rumdrehen. Das ist eine bärische Umkehrkerze. Ohne Frage. Ja, das heißt, wenn, das ist eine Bedingung, wenn ich sage wenn, dann ist das die Bedingung, wenn er weiter abwärts treibt, dann würde ich Short suchen und dann wartet doch den Moment ab, dann guckt doch früh, wie kommt er rein, wie bewegt er sich und dann kann man das für sich nutzen, ja? Dann hat man die Ziele im Kopf, weiß, okay, der kann eine 67 erreichen, der kann eine 700 erreichen, kann sogar 670 schon erreichen,
am Montag, wenn er denn weiter nach unten treibt und auch eine 830, 800 nach unten unterbietet und nicht einfach nach oben auftritt. Sollte der sich aber hier stabilisieren im Bereich 870, 830 und der dreht sich auf, dann würde ich persönlich halt einfach eher long drehen, weil aus 2-Stunden-Sicht das Umkehrsignal aus dem Tageschart so eigentlich nicht bestätigt werden kann. Weil das sieht wirklich aus wie Kerzen werden kleiner, Kerzen flachen ab, Kerzen drehen auf und macht oben raus. So sieht's aus. Ja. Und von daher, ich würde hier oberhalb 870 mich eher aufwärts orientieren und unten dem eben noch Platz lassen. Wie gesagt, 67, ja, hier auf das Ding drauf, 700, 670, das ist alles erreichbar. Ja, auch die unteren Punkte, das ist alles erreichbar. Da kann komplett das Ding wieder nach unten roten. Aber typischer, üblicher wäre eigentlich hier nochmal drüber zu gucken, um die Stops abzuholen. Ja, und deswegen schön drauf gucken, wie er sich bewegt, wie er reinkommt. Und ich denke, dann wird man schon gut was rauslesen können. Ja? Ich mache dann hier das Video zu. Denkt dran, na, Seminar nächstes Wochenende. Ich schicke dann auch am Montag, ja, im Laufe des Tages nochmal die Infomail an alle rum, die schon bezahlt haben. Die kriegen dann von mir nochmal eine Mail mit den genauen Dingen, die sie dann beachten müssen zur Vorbereitung. Den Link und so weiter und so fort, wie das dann am Wochenende abläuft, wann es losgeht. Wie man das mit der Pausengestaltung machen und so weiter und so fort, gibt es dann nochmal nähere Instruktionen. Ansonsten, wer dann noch nicht bezahlt hat, noch fertig machen und dann sehen wir uns, die Seminarteilnehmer, am nächsten Wochenende, das ganze Wochenende, Samstag bis Sonntag, von früh bis spät und die anderen, die nicht dabei sind, hören mich morgen Abend wieder für das Video zum Dienstag. Bis dahin, tschüss und viel Erfolg am Montag. Ciao.